Großen und Ganzen ist es in einem sehr guten Zustand. Nur muss man sagen, der Gesetzgeber hat sehr viel in den letzten Jahren, auch in kurzer Taktung, neue Mietrechtsreformen, Anpassungen, Novellierungen, Änderungen vorgenommen, um das Mietrecht gerechter zu machen. Das ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, aber dadurch wird es nicht einfacher, sondern eigentlich eher komplexer. Und ein großes Problem ist, dass das Mietrecht zwar im BGB geregelt ist, aber letztendlich bestimmt wird durch die Rechtsprechung, insbesondere des BGH im Wohnraummietrecht. Und das sind ungefähr 100 Entscheidungen pro Jahr. Und damit ist es entsprechend komplex und vielschichtig. Also es gibt zwei Dinge. Erstmal, der normale Laie als Vermieter und Mieter wird ein Problem haben, sich noch zurechtzufinden. Der hat das Gefühl, die Rechtsprechung widerspricht sich, dauernd kommt was Neues. Und der Praktiker, also insbesondere der Anwalt, muss unbedingt, wenn er mietrechtliche Fälle bearbeitet, auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung sein und praktisch diese ganzen vielfältigen Entscheidungen kennen. Also unser Werk ist so aufgebaut, dass es nicht nach Paragraphen sortiert ist, sondern sich so ein bisschen am üblichen Gang eines Mietverhältnisses, also Anbahnungsphase, Vertragsschluss, während der Mietzeit, Vertragsende, orientiert und dann sich eben auch ganz stark an der Rechtsprechung orientiert. Das heißt, alle wesentlichen Entscheidungen sind eingebaut und man kann sie aus meiner Sicht mit einem kurzen Griff finden und dann eben auch schnell die Lösung zu dem Problem haben, das gerade auf dem Schreibtisch liegt. Also wir haben wissenschaftliche Diskussionen vermieden. Wir haben wirklich uns an der Rechtsprechung entlanggehangelt und da, wo es Probleme gibt aus der Praxis, die Rechtsprechung noch nicht beantwortet hat endgültig, sagt natürlich auch der jeweilige Autor des Werkes und gibt Hilfestellungen und gibt Lösungen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben sowohl das Wohnraum- als auch das Gewerberaummietrecht mit abgedeckt und zwar nicht miteinander verwoben, sodass man es möglicherweise schwer trennen kann, sondern in völlig unterschiedlichen Kapiteln. Und das dritte ist, es gibt viele Checklisten, Hinweise und Tipps, sodass man an sich schnell auch als Anfänger auf den Punkt kommen kann. Nun, ich bin vom Mietrecht eigentlich begeistert aus verschiedenen Gründen. Punkt 1 ist, es ist eine Immobilie und das ist relativ zeitlos und konjunkturunabhängig. Das zweite ist, es ist immer wieder spannend neu, weil sich ständig was ändert, Gesetzgebung und Rechtsprechung. Und das dritte ist, man kann, da es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt, eigentlich auch sehr viel gestalten. Gerade im Gewerberaummietrecht, gerade mit Verträgen, die ja 10 Jahre und länger dauern können, habe ich nicht nur den pathologischen Fall, sondern auch den der Rechtsgestaltung und das finde ich interessant.